Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ziemlich teuren und ziemlich kleinen Adventskalender für dich. Und zwar geht es um den Bare Minerals Adventskalender. Meine Herren, er ist echt winzig. Also, und teuer war der auch noch, ne? Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in den 24 Kläppchen von diesem Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den tatsächlich bei Parfüm Dreams bestellt. Da konnte ich mit einem 20% Rabattcode doch etwas sparen, denn der kostet so um die 80 Euro. Das ist gar nicht mal so wenig. Ohne Rabattcode hätte ich ihn mir wahrscheinlich auch nicht gegönnt. Und ich bin sehr gespannt, was sich darin verbirgt. Und auch in diesem Video wird es eine Verlosung geben. Und was es zu verlosen gibt, das ist einmal hier, oder zu gewinnen vor allem, ne? Das ist hier in dieser Box mit drin und das könnten Produkte aus diesem Adventskalender werden, aber ich weiß es noch nicht wirklich. Und zwar habe ich hier von iHeart Makeup ein iHeart Candy Blush. Dann von Bubble Tea aus der Look Fantastic Edition diese Badebombe. Von Yves Rocher eine Mascara, Feel Stronger. Die habe ich aktuell in täglichem Gebrauch und finde sie fantastisch. Dann von Maybelline, ich bringe die immer durcheinander. Color Show 60 Seconds, ein Nagellack. Dann von Essence, Holo Wow Dewy Lip Shine, das ist ein Holo Lip Gloss. Und last but not least von Tee by Titisept eine Aromadusche mit Kokoswasser, weißem Pfirsich, Timo-Pfeffer, Blaubeere, Jasmin, created by Michalski. Genau, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Da kannst du gerne mal reinschauen und ansonsten packe ich das mal eben zur Seite. Ich bin sehr gespannt, was sich jetzt hier drin verbirgt, ne? Muss ich wirklich sagen. Also, ne? Das muss man hier erstmal rausnehmen. Zack. Und dann sieht er wirklich sehr schlicht aus, ne? Sehr edel, sehr schlicht. Bare Minerals, das Logo, dann hast du hier etwas erhaben und ebenmäßig so Wellenbewegungen drauf. Und hier hast du ein Schleifchen, welches sich lösen lässt und welches auf Qualität schon mal erhoffen lässt. Ich bin ganz aufgeregt, Leute, wirklich. Huch, was war das? Irgendwas ist hier rausgefallen. So sieht er übrigens aus. Und hier ist dieses Ding hier rausgefallen. Note, the fill weight of Lash Domination Volumizing Mascara listed on the back of the carton ist incorrect. Oh, also die Mascara, die sich hier drin verbirgt, na toll, das ist ein Spoiler, ne? Ist 5,5 Milliliter und nicht das, was auf dem Umkarton draufsteht. Naja, so schaut auf jeden Fall der Adventskalender aus und ich finde, mal ganz ehrlich, für 80 Tacken sieht das billig aus. Das gefällt mir nicht. Nee, das hätten die schöner machen können, vielleicht mit Boxen oder so, weil dieser Umkarton, der ist klasse, der ist richtig toll und den kann man auch weiterverwenden, aber das, was hier drin ist, das finde ich doof. Aber gut. So. Jo. Viel gibt es da sonst nicht zu sagen. Wir fangen mal an mit der 1. Und hier ist dann wohl die Mascara, von der eben gesprochen wurde, Lashtopia. Die wird auf jeden Fall verwendet. Sieht ultra edel aus, gefällt mir richtig gut. Diese schöne gold-kupferfarbene Verpackung. Oi, das sieht schick aus. Da will ich mir das Bürstchen mal angucken. Was soll die machen? Mega Volume Mineral Based Mascara. Okay. Oh, wow. Das nenne ich mal ein Bürstchen, oder? Oh, wow. Riecht sehr, sehr angenehm. Das gefällt mir richtig gut und ja, da bin ich gespannt drauf, wie die so sein wird. Die ist einfach in Schwarz und Lashtopia, ne? Wird auf jeden Fall verwendet. Selbstverständlich. Ich kann mir auch vorstellen, nur mit diesem Adventskalender ein Fullface zu schminken, sofern dafür die Produkte auch enthalten sind. Ich habe übrigens hier von dem Sephora Adventskalender den Pinguin. Also vielleicht habe ich irgendwann am Ende hier alles voll mit Pins. Man weiß es nicht. Hier haben wir die Nummer 2. Die aussieht wie eine Tube irgendwie. Und es ist eine Tube. Oh, da schwärmt doch die Mellow Flori immer so von, oder? Die Complexion Rescue Defense Radiant Tint Moisturizer Protective Sonnenschutz Schutzfaktor 30. Und da sind 13 Milliliter enthalten. Ich habe jetzt hier wirklich nur eine kleine Menge drauf. Riecht nicht wirklich nach irgendwas. Hat eine sehr, sehr leichte Formulierung. Frisch riecht die. Ein bisschen zitrisch, aber angenehm zitrisch. Nicht nach Chlorreiniger. Nummer 3. Oh, wir haben ja schon mal ein Lippenprodukt. Ich mag die Lippenprodukte von Bare Minerals. Ich habe mir ja letztens bei DK Maxx, ne, einiges geholt. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe habe. Das ist die Farbe Boss, also B-Dollar-Dollar. Ach Quatsch, B-O-Dollar-Dollar.
Das scheint so ein richtig schönes Nude zu sein. Komm auf. So. Ach, süß. Oh, die riecht schön angenehm süß. Oh ja. Ne? Das ist eine geile Farbe. Die 4 haben wir hier. Oh. 7,5 Milliliter von Skin Longevity Vital Power Infusion. Empower, Replenish, Renew, Fortify. Bam, bam. Okay, also das soll dann wahrscheinlich irgendwie so ein Gesichtsspray oder sowas sein, wenn ich mich nicht irre. Vital Infusion. Nee, Quatsch, ein Gesichtsserum scheint das zu sein. Okay, ja geil. Wusste ich gar nicht. Bare Minerals macht also auch quasi Pflege. Das ist cool. Das kann man dann quasi auch unter der Complexion Rescue verwenden. Cool. 5. Hier. Hier haben wir ein Pöttchen drin. Ja, das erste Pöttchen. Oh, geil. Das ist ein Bronzer. Das gefällt mir schon mal. Ja gut, die Farbe ist Warmth. Warmth mit TH. Aber das sieht ganz gut aus. Das kann was werden. Hat so einen leichten Schimmer mit drin. Oh, fühlt das sich geil an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber nicht zu extrem, ne? Also ich denke, dass ich damit echt gut arbeiten werden kann. Kann, werden, tun, machen. 3,8 Gramm. Ja, cool. Ha. Yay, yay. Wir nähern uns dem Fullface, Leute. 6, Nikolaus. Hier. Ganz schön klein für Nikolaus. Spread Joy steht da drin. Steht in den anderen auch was drin? Oh Gott, in den anderen steht auch immer was drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich gar nicht vorgelesen. 1 wäre gewesen Celebrate. 2 wäre gewesen Be Merry. Hä? Okay. 3 Shine Bright. 4 Glow On. 5 Say Cheers. Okay. Und jetzt Spread Joy. Also versprühe Freude. Also Nikolaus muss eigentlich immer geil sein. Nude Beach Eye Color. Ja, das ist ein Mineral-Lidschatten als Puder. Gut, Nikolaus hätte vielleicht ein bisschen extremer sein können. Ja, ja. Aber schön. Oh mein Gott. Sieht man nicht so gut, oder? Weiß ich nicht. Habe ich hier geswatcht? Da. Sieht man das? Doch ein bisschen, ne? Jetzt habe ich das am Finger. Ich wische es einfach mal an meinem Kleid ab, was ich dir natürlich auch unten in der Infobox verlinke. Ne? Ich finde das schick, ich mag das. Ja, wird auf jeden Fall getestet. Ich weiß nur nicht, wie man das dosieren soll, weil sowas ist gar nicht so einfach. Muss ich lernen, mit umzugehen. Vielleicht bei dem Full Face, was ich dir damit schminken werde. Mal gucken. 7 haben wir hier. Und in der 7 steht drin, Share the Love. Das ist ein Lippenprodukt. Okay. Ja, so ein kleines Lippenproduktchen. Oh nein, wie niedlich. Oh, richtig süß. Das ist eine richtige Miniaturgröße von so einem großen. Riechst du nix? Sieht echt süß aus. Cool. Schönes Nude. Ach komm, den swatchen wir jetzt auch mal, ne? Oh, der ist super cremig. Mega, das ist der obere Swatch, ne? Der gefällt mir. Schöne Alltagsfarbe. Klasse. Die Nummer 8 suchen wir jetzt und die ist hier oben. Geil, dass hier auch so Tuben mit drin sind. Sparkle all the way. Oh geil, das ist eine Maske. Richtig cool. Gold Mask for all skin types. Und da sind drin 15 Gramm. Mega geil. Eine Gesichtsmaske auch, bitte. 10 bis 15 Minuten und dann abwaschen. Geil. Ja, ich liebe Masken. Ja, der Kalender erfreut mich. Das sind wirklich, das ist abwechslungsreich und das macht Spaß. Nummer 9 ist hier groß. Peace and Light. Bare Mineral Veil. Da sind 2 Gramm drin. Original Mineral Veil. Und das scheint ein Puder zu sein. Ein Gesichtspuder. Mineralpuder. Und das ist auch ganz leicht getönt. Also das, ne? Da freue ich mich schon drauf. Ja, 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 ja. 10. Hier, eine Tube. Primetime! Let it snow! Okay, also am 10. Dezember gibt es Schnee. Primetime Original Foundation Primer. Mega geil. Da sind 15 Milliliter drin. Jo, ne? Wir nähern uns immer mehr dem Full Face Bare Minerals. Riecht aber auch wieder nach nichts. Das ist auch sehr, sehr angenehm, ne? 11. Hier. Twinkle, Twinkle. Komm raus.
Dew Mist. Nein, wie geil. Endlich habe ich ein Setting Spray in Adventskalendern und kann hiermit meine Full Face Adventskalender Only Gedöns beenden. Mega geil. Ja, da sind 10 ml drin und Set Fresh Glow, Hydrate, Refresh, geil. Das freut mich sehr, dass hier ein Setting Spray drin ist. Oh, wie ich das feiere. Ich wusste das nicht und ich finde das so klasse. Und ich habe immer gesagt, na, ich muss erstmal warten, dass ich ein Setting Spray bekomme. Jetzt habe ich eins. Geil. Ja. Yay. Halbzeit. Da, Halbzeit ist hier oben. Die Nummer 12 übrigens. Light the way. Was ist das? Ein Blush. Ach, schön. Ja, hier haben wir ein Mineralblush drin. Und das ist auch dann wahrscheinlich dieses 0,28 Gramm Gedöns oder so. Wir gucken mal rein. Weil du hast hier drunter so ein Ding, was du hochklappen kannst. Da sind drin 0,57 Gramm. Oh, das ist so spannend. Das ist ein schöner Rosenholzton. Also, ne, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich blende das auch so ein bisschen aus. Das ist halt, ich finde sowas immer etwas schwierig. Oh, der hat aber einen schönen Schimmeranteil auch mit drin. Ja, das ist schön. Das gefällt mir voll. Also sowas muss man natürlich mit entsprechenden Pinseln auftragen, sonst kriegt man da echt Probleme. Aber klasse. Klasse, klasse, klasse. 13. Da. Hier haben wir wieder ein Lippenprodukt. Bare Minerals Gen Nude. Generation Nude ist das dann wahrscheinlich die Farbe auch, oder? Das ist bestimmt so ein Liquid Lipstick auch wieder. Ja. Den sehen wir hier. Riecht auch wieder angenehm. Und Leute, den packe ich euch jetzt mal in die Verlosung mit rein. Denn ich habe jetzt ja schon zwei nudige Töne da. Der hier ist ein bisschen dunkler. Würde ich aber trotzdem behalten gerne. Aber trotzdem, nee. Ein Teil aus dem Adventskalender möchte ich dir auf jeden Fall mit reinpacken. Und das ist jetzt hier dieser Liquid Lipstick. Mega gut. Ja. Hat er überhaupt? Good Tidings wäre übrigens hier der Spruch gewesen. Gut, 14. Oh. Oh, noch eine Mascara. Lash Domination. Volumizing Mascara. Mega. Mega geil. Die sieht schick aus. Boah, guck mal, dieses da oben, dieses Geswirlte. Oh, das hat ein Gummibürstchen. Die auch, dieses Gummibürstchen ist auch voll geswirlt. Hammergeil, oder? Geil. Ich liebe Gummibürstchen. Das ist einfach riesig. Die riecht aber nicht so geil. Muss ich echt mal sagen. Wo waren wir? Bei der 14. Dann gehen wir mal zu 15. Die ist hier oben. Wish Upon a Star. Hä? Sollen dann wahrscheinlich ganz tolle Wortspiele sein. Oh Gott, das ist... Komm raus. Und hier haben wir drin noch ein Blush. Ach, guck mal. In der Farbe Hint. Das ist jetzt ein bisschen heller tatsächlich. Da hast du sogar Variationen. Da hast du unterschiedliche Blushfarben. Das finde ich richtig klasse. Ja, das ist tatsächlich etwas heller. Das ist fast schon wie ein Highlighter, würde ich jetzt mal so sagen. Oh Gott, das ist sehr, sehr rosa. Ja, das würde ich auch fast schon als Highlighter bezeichnen, ne? Siehst ja ungefähr nichts von. Nur einen ganz, ganz leichten Hauch. Weiter geht's. 16. Wo? Da. Das ist bestimmt wieder ein Lidschatten. Dream. Träume. Träume sind wichtig. Träume brauchen wir alle. Upsala. Das ist eine Eye Color Queen Tiffany. Das ist tatsächlich etwas dunkler, aber auch wieder mit Schimmer drin. Oh ja, der ist ordentlich. Der ist richtig klasse. Schön. Ne? Wie ich gerade einfach alles in meinem Kleid abschmiere. Läuft. Supi, weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 18. Ah, jetzt haben wir hier auch wieder ein Lippenprodukt drin. In der Farbe Heartbreaker. Das ist dieser hier. Das ist ein schöner Rosenholzton, ne? Richtig klasse. Mhm. Riecht nach irgendeiner Apothekencreme, aber angenehm. Oh, guck mal. Der ist ein bisschen shiny. Das heißt, der, den ich dir reingepackt habe, ist dann auch dementsprechend shiny und nicht matt. Der ist schick. Der gefällt mir. Der ist toll. Schöner Ton. Ein Herzensbrecher. Gut, das wäre übrigens gewesen Enjoy the Moment und jetzt gehen wir zu 19. Tis the Season. Mhm. Tis the Season. Hard Eye Color, okay. Der ist mehr so ins Roséfarbene. Mhm. Kriege ich jetzt gerade nicht so viel auf dem Finger. Also sehr dezent eher, ne? Das ist hier ganz außen.
sehr, sehr dezent. Da sehe ich nicht viel von. Also das muss man wirklich mit einem Pinsel auftragen, sonst ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll, ne? Man kann es aber auf jeden Fall einen Look mit schminken. Du hast ja schon mal 3 Lidschatten und das funktioniert schon mal ganz gut. So, habe ich die 17 vergessen? Ei, 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 ei. Warm Your Heart. Ein Highlighter. Hier haben wir einen richtigen Highlighter drin. Sehr schön. 3,8 Gramm. Oh, der sieht ein bisschen aus wie der Becker Opel. Na, no. Da stehe ich ja drauf. Oh, der fühlt sich so samtig an. Wow, der schreit echt laut. Der schreit laut. Die Pigmentierung ist definitiv gegeben. Okay, krass. Sieht man nicht. Muss ich hier swatchen. Sieht man da besser? Ein bisschen. Ja, sieht man. Krass, der ist schön. Der gefällt mir. Und ein richtiges Pöttchen, das finde ich auch klasse. Yay. Ja, damit kann ich jetzt echt wirklich so ziemlich ein Fullface machen, ne? Geil. Ja. Und die 2017 Warm Your Heart, genau. Die 20, da sind wir jetzt. Ich bin viel zu aufgeregt für diesen Adventskalender. So funktioniert das hier nicht. Claudia, du musst dich entspannen und ruhiger werden. Baby, it's cold outside. Oh. Oh. Ich wusste gar nicht, dass die auch so gepresste Sachen haben. Oh Mann, geil. Das ist Pink Me Up. Powder Blush, 2 Gramm sind hier drin. Wow, der ist geil. Jetzt eine Folie drüber, die kann weg. Auch mit so einem leichten Schimmer drauf. Fühlt er sich schön an? Der ist ganz weich gepresst, da muss man ganz vorsichtig gehen. Geil. Aber der ist halt echt dezent, ne? Aber den kannst du bestimmt gut aufbauen. Ach, wird getestet. Wow. Krass, jetzt hast du schon 3 Blushes hier mit drin. Da hast du echt die Qual der Wahl, muss ich sagen. Wow. Aber dann haben die auch wirklich an alle verschiedenen Hauttöne gedacht. Das finde ich super. Jetzt haben wir hier die Nummer 21. Wieder ein Lippenprodukt Delight. Auch da bleibt kein Auge trocken. In der Farbe Swank. Ist das dieser hier? Der ist richtig schön dunkelrot und der scheint auch matt zu sein. Den packe ich dir jetzt auch mit in die Verlosung, weil, ne? Ich habe ja schon einen matten. Ja, ne? Dann hast du einen matten und einen glänzenden. Sehr schön. 22. Good as gold. Ja gut, dass da jetzt so viele Lippenprodukte drin sind, finde ich dann jetzt nicht so ultimativ, muss ich gestehen, um ehrlich zu sein. Vor allem sieht der auch ein bisschen, naja, vielleicht hat der Kalender irgendwo gelegen, ne? Dann hat sich der ein bisschen abgesetzt. Das ist die Farbe Rebel. 2,25 Milliliter sind enthalten. Ja, das ist einfach ein Lipgloss, ne? Der riecht nach Kaugummi. Da muss ich echt gucken, wie der mir gefällt. Ich hoffe, dass er nicht zu bappig sein wird. Das ist jetzt der untere Swatch. Aber ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Weil der halt nicht zu pinky ist oder so, ne? So, das vorletzte Kläppchen, die Nummer 23. Family Time. Familienzeit. All Over Face Color Effect Bon Mine. Hä? Kolorierte Mineralien für das ganze Gesicht? Faux Teint. Ach, das kannst du bestimmt voll als Bronzer verwenden, oder? So ein loser Bronzer? Ein loser Bronzer. Das hatte ich auch noch nicht. Das ist echt dunkel, ne? Also als Puder kann man das nicht nehmen. Hat aber einen Schimmer mit drin. Also, ne, den habe ich jetzt hier unten geswatcht. Der muss erstmal getestet werden. Ob das funktioniert? Mal gucken. Bin ich jetzt etwas skeptisch. Aber trotzdem geil. Und jetzt gucken wir mal, was in der Nummer 24 drin ist. Happy Everything. Oh. Okay, das ist jetzt, ja, so eine Lala-Nummer 24. Und zwar ist das so ein Lip-Topper. Der ist eigentlich ganz schön mit so einem Goldschimmer drin. Riecht auch wieder nach diesem Pfefferminz-Kaugummi, würde ich mal so sagen. Oh, aber der schimmert dir alles weg. Wow. Ne? Der ist schon mal ganz geil. Okay, aber als 24, ja gut. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Passt auf jeden Fall farblich zu Weihnachten 24, Schimmer, Glimmer, Tüdelü. Aber hätte jetzt nicht in der 24, nee. 24 Karat ist die Farbe. Ja, was sagen wir zu dem Adventskalender? Sieht jetzt ziemlich verranzt aus, ne? Also das ist nicht mehr so hübsch, muss man gestehen. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil du richtig coole Produkte drin hast. Sehr, sehr vielfältig, ne? Also da hast du echt ein komplettes Fullface drin. Kein Nagellack, sehr schön. Und halt wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Produkten, die mir sehr gut gefällt. Und ich denke auch, dass wir wertmäßig relativ hoch liegen werden. Den blende ich dir hier mal ein. Ich würde schon sagen, 250 Euro können wir wohl erreichen. Aber, ne, man muss halt immer bedenken.
Wenn ich euch die Preise ausrechne, orientiere ich mich an der kleinsten Größe, die ich im kauffähigen Pott finde und rechne das dann runter. Theoretisch sind Kleinpackungen ja immer viel, viel teurer als Normalgrößen oder Großpackungen. Von daher, ne, ist es immer nur so eine grobe Einschätzung. Da ich das aber bei allen Adventskalendern so mache von der Berechnung her, ist es dann auch schon wieder fair. Ne? Von daher passt schon. Ja. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht alles ja unten in der Infobox. Jetzt hast du auch gesehen, dass du ja auch noch das ein oder andere mit dazugepackt bekommen hast. Und ja, Mensch, geiler Kalender. Muss ich mal gucken, ob ich mir den nächstes Jahr nochmal leisten kann. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Ganz schön viele dieses Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!